Kapitel 6. Noch nie gefühlt. Eine gemeinsame Zukunft. Das vorige Unverständnis Absols machte sofort Platz für weiteres Unverständnis. Dieses Mal jedoch nicht, da er schlicht den Sinn der Worte nicht verstand, sondern gerade da er dies tat. Vergiss es einfach. Nichts da, ich brauche jetzt mehr Erklärung. Flamme, was... Sprich mit mir. Was genau meinst du? Du hast gehört, was ich meine. Das habe ich wohl. Aber woher kommt das auf einmal? Ich hatte... Mir war nicht einmal klar, dass du so tickst. Du hast nirgendetwas erwähnt. Hätte ich das müssen? Ich habe bisher nie überhaupt ernsthaft an eine Beziehung gedacht. Auch wenn ich schon immer gespürt habe, dass wenn irgendwann mit einem Mann... Wozu hätte ich es denn sollen? Ich kannte vorher ja keine Mon wie... Wie dich eben. Du bist anders als alle anderen, die ich je getroffen habe. Du bist... Ich weiß es nicht mal genau. Ehrlicher. Du versteckst dich nicht hinter falscher Höflichkeit. Du verstehst das Gefühl, wenn man glaubt, niemanden zu haben. Du verstehst, dass Abenteuer kein Traum sind, sondern eine Qual. Seitdem diese Reise begonnen hat, habe ich begonnen, mich selber weniger zu verstehen. Weniger zu verstehen, was ich selber denke. Aber du verstehst mich. Besser als ich selber. Was aber alles nicht heißt, dass ich die Wahrheit nicht verkrafte. Du kannst mir ruhig sagen, dass ich komplett in die Leere laufe, wenn ich in eine mögliche Zukunft blicke. Zumindest habe ich dann endlich das Gewissen. Nein, also... Flamme, ich habe doch selber keine Ahnung, was ich dazu gerade sagen oder fühlen soll. Im Prinzip bin ich immer noch in einer Phase, in der ich erst einmal realisieren muss, dass Pokémon mich tatsächlich respektieren können, als der ich bin. Ich habe noch nie einen Gedanken an Liebe verschwendet, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass ein Pokémon mich überhaupt lieben könnte. Abgesehen vielleicht von der indirekten Mutterliebe Vulnonas. Es ist nicht so, als fände ich nicht, dass du ein guter Kerl bist. Wobei du auch viele Entscheidungen triffst, bei denen du wohl eher Rat bräuchtest. Du hast mich einfach an einem Punkt, wo mir jede Antwort fehlt. Und gleichzeitig... Das Zoroark erhob sich. Gleichzeitig denke ich nur mit dem Verstand, weshalb nichts von Wert herauskommt. Vulnon hat mir immer gesagt, wenn es um Gefühle geht, dann muss man mit dem Herzen denken, denn das Gehirn... Es kann nicht fühlen. Kurz atmete das Zoroark bloß schwer. Und mein Herz sagt mir, eine kurze Pause. Es sagt mir, dass es genauso wenig Ahnung hat wie das Gehirn. Und gleichermaßen spürt es Dinge, die es noch nie zuvor gefühlt hat. Ich bin am Ende doch auch nicht anders als du. Ich verstehe doch selber nicht, wer ich bin und wie Gefühle sind. Wer weiß? Vielleicht ist es gerade, was ich gebraucht habe als ersten Schritt zu einem neuen Leben. Vielleicht auch genau nicht. Ein neues Leben? Was meinst du denn damit? Du hast recht. Auch wenn du es nicht weißt. Es ist kein neues Leben. Nicht wirklich. Eher... habe ich mich entschieden, einem Leben eine Chance geben zu wollen, welches ich nie geführt habe. Ein Leben als... Etwas unsicher blickte der Unlichttyp an seinem eigenen Körper herunter. Als Zoroark. Ich habe mich immer dafür gehasst, was ich war. Habe meine Illusion aufrechterhalten, da ich sie schöner fand als die Wahrheit. Aber... Ist sie das wirklich? Seitdem unsere Reise begonnen hat, habe ich dieses Gefühl, tatsächlich einen Platz zu haben. Einen Platz, den ich einnehme.
Nur ich. Und nicht irgendjemand, der ich sein könnte. Als hätte mein Schicksal wirklich hier draußen gelegen. Alles, was es gebraucht hat, war Zeit, damit meine Bestimmung sich entfalten kann. Damit ich mich entfalten kann. Und deswegen hatte ich überlegt, dass ich Zoroark eine zweite Chance im Leben geben will. Und wollte mit dir darüber reden, bevor du mir hier aus dem Nichts ein Geständnis gemacht hast. Also, ich hab dir ja nicht wirklich ein Geständnis gemacht. Also, vielleicht habe ich es gemeint, aber... Ich wünschte, dass ich einfach Ja sagen könnte. Dir sagen, dass ich mich ähnlich fühle, aber... Das kann ich nicht. Wobei ich auch das Gegenteil nicht sagen kann. Sag mir, Flamme. Bist du bereit, ein Risiko einzugehen? Dass wir beide ein Risiko eingehen. Habe ich das heute nicht schon? Wohl schon. Ja, aber noch einmal, ich habe schon alles gesagt, was in meinem Kopf herumschwirrt. Ob ich dabei mehr Sinn gemacht habe als du manchmal? Vermutlich nicht. Aber simpel gesagt, ich wäre bereit, uns eine Chance zu geben. Ich kann nicht versprechen, dass ich nicht irgendwann spüre, dass ich nicht in der Lage bin, eine Beziehung zu führen. Aber... eben hier liegt das Risiko, das ich gemeint habe. Oder vielleicht beginnst ja auch du die Dinge irgendwann anders zu sehen. Und wir können ja auch simpel beginnen. Wir müssen uns ja heute nicht entscheiden, für immer oder niemals zusammen zu sein. Also. Was sagst du? Wollen wir es probieren? Oder willst du warten, bis ich mich selber vielleicht verstehen kann? Oder du dich. Oder versuchen wir, uns gemeinsam zu verstehen. Und wieder ein neues Risiko. Gab es im Leben denn nichts anderes? Gab es nie Klarheit? Nie Sicherheit? Und doch. War es ein Risiko, das Flamme nicht ablehnen konnte? War es überhaupt wirklich ein Risiko... Nein, es war eine Chance. Ich möchte dich in nichts reinzwingen, was du eigentlich selber nicht willst. Aber wenn du bereit wärst, ich fühle mich heute risikobereit. Also dann, ab soll. Nein, Flamme. Ich hab's dir gesagt. Ich möchte neu beginnen. Ein neues Leben. Auf dem Grundstein meines ersten. Deswegen möchte ich mich auf Neues einlassen. Und deswegen bitte, versuche mich fortan nicht mehr als Absol zu kennen. Denn, wenn man ehrlich ist, war ich das nie. Ich werd's versuchen. Aber ich werd mich erst dran gewöhnen müssen. Natürlich. Ich bin dir nicht böse, wenn dir etwas Falsches rausrutscht. Zoroark setzte sich nun wieder. Nun... dass alle Worte gewechselt waren. Kurz blickte Flamme hinauf in den Himmel. Inmitten in die Polarlichter. Hatte er wirklich Erfolg gehabt? Irgendwie schon, aber gleichzeitig auch nicht ganz. Ehrlich gesagt, verstand das Vulpix selber nicht wirklich, was gerade geschehen war. Waren er und Zoroark jetzt offiziell ein Ding? Irgendwie schon, aber nicht. Wobei selbst das nicht seine ursprünglichste Frage beantworten könnte. Aber gleichzeitig war es in dem Moment auch nicht. Flamme stoppte sich selber in diesem Gedanken. Die Zukunft entsteht im Hier und Jetzt. Aber, Zoroark, selbst wenn die Dinge zwischen uns wirklich funktionieren sollten und selbst wenn wir diesen Krieg gewinnen, am Ende beide lebend rauskommen, in eine neue Zukunft blicken, könnte es dort überhaupt weitergehen? Ich glaube,
Diesmal verstehe ich deine Frage sogar. Du hast die Reise bestritten, im Ziel eines Tages zurück in dein Dorf kehren zu können. Und ich bin losgezogen, da Vulnona mich anwies. Im Wissen, dass ich eines Tages wiederkehren würde, um meine Ausbildung abzuschließen. Was hieß, unsere Wege würden sich trennen, wenn wir beide den Weg gehen, für den wir voll losgezogen sind. Und das heißt, so eine Zukunft wäre denkbar, aber nur wenn einer von uns bereit wäre, seine Ziele dafür aufzugeben. Ach, das wäre nicht das Problem, nicht im Ansatz. Ja, ich rede immer davon, dass ich in mein Dorf zurückkehren will, aber das habe ich doch alles nicht aus Verbindung zum Ort selber oder zu den Mon dort gesagt. Ich wollte zurückkehren, weil es ein Ort ist, an dem ich weiß, was ich habe. Ich weiß, ich werde respektiert, kann sehen, wie meine Zukunft aussieht. Wenn ich einen anderen Ort finde, an dem ich dieselbe Sicherheit spüren kann, was jeder Ort sein kann, wenn das richtige Pokémon dort lebt, dann ist er genauso wertvoll wie mein Dorf. Oder um es simpler zu sagen, mir ist es egal, wo ich gerate, wenn das hier alles rum ist, solange du auch da bist. Was eher mein Problem war. Wäre ich denn überhaupt willkommen da am Eisberg? Dort geht es doch so viel um Tradition, um Herkunft, um Anpassungsfähigkeit. Stell dich mir mal als Jäger dort vor. Meine Technik hilft mir alles nicht, wenn ich nicht in der Lage bin, nicht auszusehen wie ein wandelndes Flutlicht, weil mein Fell heraussticht wie sonst was in der Gegend. Ich meine, guck mal da runter. Flamme deutete auf das Lager der Gruppe. Siehst du Sol? Natürlich. Eben. Und das aus 100 Metern im Schnee. Und sein Fell ist noch heller als meins, also besser getarnt. Also, ich sag's mal ganz offen. Diesen ganzen Traditionsscheiß vergisst du am besten einfach. Die Pokémon, denen das wichtig war, sind ohnehin schon weg. Und spätestens, wenn ich fertig ausgebildet bin, würde ich die Regeln sowieso selber machen. Und was die Jagd angeht, Anpassungsfähigkeit ist ja nicht so eindimensional. Ich behaupte ja nicht, dass es für dich einfach wäre zu jagen in dem Fell. Aber gleichzeitig hast du andere Fähigkeiten. Durch dein Feuer könntest du zum Beispiel versuchen, Dinge anzubauen, was ich zum Beispiel kaum könnte. Es gibt nicht genug Ressourcen, als dass ich so viel Wärme bereitstellen könnte, gerade auf Dauer. Während das für dich ein Kinderspiel wäre. Damit hättest du eine Fähigkeit, durch die die Jagd für dich gar nicht mehr notwendig wäre. Und was dann noch an Problemen verbleibt? Nichts, was mir gerade einfällt. Nun, das ist aber auch nur, was mir einfällt. Andererseits tauchen Probleme ja immer dann auf, wenn man denkt, sie alle gelöst zu haben. Aber so ist das Leben. Dann gibt's eben mehr zu lösen. Dann weiß ich ja schon, wo ich hin kann, sobald wir das ja alles hinter uns haben. Natürlich war Flamme bewusst. Vor dieser Zukunft stand erst noch ein Krieg. Und diese neue Beziehung müsste eine von Bestand sein. Aber trotzdem, entgegen seiner sonstigen Natur, wollte sich das Vulpix gerade einmal erlauben, optimistisch zu sein. Und auch Zoroark hielt ihn nicht davon ab, sondern rückte bloß etwas näher an das Vulpix heran. Die Winde schienen zu verstummen. Die Lichter am Himmel greller zu leuchten. Das einzige Geräusch, welches Flamme gerade vernahm, war sein eigener Herzschlag. Was war dieses Gefühl? Schon seit Wochen hatte das Vulpix sich zu diesem Unlichttypen hingezogen gefühlt, aber heute war das wirklich Liebe. Aber Flamme, ich habe eine Bedingung. Eine Sache, um die ich dich bitte. Wenn du wirklich willst, dass zwischen uns mehr sein kann als Freundschaft. Was rede ich? Nicht einmal das. Wenn du willst, dass ich weiter mit dir rede, dann geh auf Entzug. Hör auf, das Telitium zu nehmen. Und glaub nicht, dass ich nicht mitbekommen habe, dass du wieder welches hättest, nachdem ich dein voriges zerstört habe. Merkst du nicht,
was es bewirkt. Glaubst du, deine Schlaflosigkeit kommt aus dem Nichts? Deine Aggression? Dieses Zittern, das dich überkommt? Es musste immer etwas geben. Aber gleichermaßen, so zornig Flammes Verstand sein wollte, seine Gefühle waren erfüllt von Ruhe. Natürlich brauchte er Telitium, aber mehr als dieses Pokémon brauchte er eine Droge, um sich friedlich zu fühlen, wenn es auch so ginge. Gut, ich werde mein Bestes geben. Für dich. Ich verlasse mich auf dich. Mehr Worte sollten nicht gesprochen werden. Nicht in dieser Nacht. Es gab nichts mehr, was gesagt werden musste. Denn jene Worte, die gefallen waren, hatten alles vermittelt, was es zu vermitteln gab. Den Rest der Kommunikation übernahm die Landschaft. Lichter, Winde, die Luft, das ewige Weiß, in welchem sich die Aurora Borealis spiegelte. Und nun fiel jenes regenbogenfarbenes Licht auf einen Punkt in der Ferne. Unerkenntlich, was es genau war. Doch was auch immer dort war, es fing die Lichter auf, brach sie, reflektierte wie ein Prisma. Dies erzeugte ein Lichtspiel am Horizont. Lichtstrahlen in all den Farben des Regenbogens, welche sich bewegten wie Wellen im Meer. Dieser Ort, welcher so harmonierte mit der Natur seiner Heimat. Es musste der Gletscherpalast sein. Das nächste Ziel auf der Reise. Wenn er denn erreichbar wäre. Und wenn nicht, dann machte sich die Gruppe eben einen Weg. Die Schluchten um den Palast sollten angeblich undurchquerbar sein. Nun, damit war es ja genauso wahrscheinlich wie das Erreichen von Terrus oder das Überleben einer Begegnung mit Omegons Krieger auf dem Eisberg. Genauso unmöglich wie das Auffinden einer vertriebenen Waisen. So unmöglich etwa wie das Durchqueren des Waldes unter Ivy. So unmöglich wie das Finden von Liebe für einen Ausgestoßenen und für einen Gebrochenen. Flamme spürte. Nein. Er wusste genau. Solange sie alle zusammenhielten, solange dieses Team vereint blieb, wenn sie weiterhin eher stärker wurden, jedes Mal, wenn ihnen ein scheinbar unmögliches Ziel gegenüberstand, dann wäre Wahrscheinlichkeit für sie nicht mehr als ein Konzept. Herausforderung, ein Trittstein. Omegons Helden, eine Sammlung an Kleinkriegern. Waren sie etwa wirklich auserwählt? War er wirklich auserwählt? Seine Aufgabe war nie gewesen, alleine so stark zu sein. Alleine ein Held zu sein, wie er einst dachte. Seine Aufgabe war es, ein Grundstein zu sein. Ein Anführer. Denn wenn ein einzelnes Pokémon keine Götter stürzen könnte, dann müssten sie werden wie Omegons Helden. Die Weltengeister hatten es gewusst. Das Einzige, was eine Gruppe bezwingen könnte, die verbunden war durch Vergangenheit, die Macht hatte, Götter zu stürzen. Dann war es eine Gruppe, die dieselben Attribute teilte. Und eine solche Gruppe brauchte jemanden, der sie leitete. Omegons Kämpfer hatten die Legende höchst selbst, das Kanimani Günther. Ein Pokémon, stärker als nur seine Kampfkraft, sondern auch geprägt von der seelischen Kraft, mit welcher er sein Team zusammenhält. Wie ein Wächter steht er über ihm, sie alle ihre eigenen Leben leben lassend. Doch wenn die Pflicht rief, dann war er bereit, jene zu versammeln, die ihm vertrauten, um alles zu schaffen. So jemand musste Flamme werden. Jemand wie Günther. Dieselbe Rolle musste er einnehmen. Nur eben in einer Gruppe,
welche Günthers noch einmal übertreffen sollte. Irgendwo war es eine Rivalität durch Ähnlichkeit in Feindschaft. Jener Optimismus, das warme Gefühl in seinem Herzen, war alles, was Flamme umfing, als ihn die Dunkelheit langsam aufnahm.